Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir hier die Vivarien aufgemacht. Hier einmal mit dem, wie heißt das Teil? Das ist ein Gillian eine Krustenechse. Und haben diese gelbe Anaconda auch reingetan. Die hängt, glaube ich, da hinten immer noch in der Ecke. Nee, die ist mittlerweile nach unten gekrabbelt. Schau, die ist jetzt mittlerweile hier unten. Und chillt hier ihr Leben. Der ist... Wo ist der jetzt schon wieder hin? Ich sehe ihn gerade nicht. Auf jeden Fall, es schüttet gerade wie aus Eimern. Unsere Tiere haben trotzdem Spaß. Auf jeden Fall er hier. Es schüttet echt wie aus Eimern. Ja, die Mitarbeiterräume werden mittlerweile klein. Vielleicht sollte man das mal zentralisieren alles. Und mal vielleicht nur einen Strom- und Wasserpunkt bauen. Also was ich schade finde, dass diese Wasserpumpe... Warte mal, wo ist denn die bei mir im Gebäude drin? Ich weiß es gar nicht. Schau mal, hier Einrichtungen. Strom und Wasser. Es gibt, glaube ich, nur diese eine Wasseraufbereitungsanlage, ne? Weil du musst immer in diesen Abständen überall Wasseraufbereitungsanlagen hinstellen. Damit das Wasser sozusagen nicht zu wenig ist. Was natürlich dementsprechend, ja, scheiße ist, sagen wir es mal so. Die Windanlage macht natürlich ordentlich. Also was integriert ist. Ah, die ist kleiner. Warum ist die kleiner? Negative. Ist die Fläche kleiner vom negativen Einfluss her? Scheint so, ne? Also hier geht's, wenn ich es hier genau an die Wand stellen würde, so weit rüber. Um einiges kleiner. Okay. Gut zu wissen. Krankes Tier entdeckt. Tier hat's gerufen. Eine Toremil wurde aber direkt gefangen und wird jetzt auch direkt behandelt. Man merkt schon, bei uns sind die meisten Leute bei Essen und Trinken beschäftigt. Also so viele Leute, wie da mittlerweile sind. Ich denke mir, die holen sich da ein paar Schimmel daher. Aber wenn wir die Ansicht wieder bitte ausmachen. Ja, hier ist die Schirmausgabe. Weil bei solchen Unwettern ist natürlich nicht mehr zu spaßen, ne? Das ist überhaupt nicht witzig. Alter, hier schüttet sie überall runter. Mann, wir haben schon wieder so ein kleines Viech. In 24 Monaten kommt der Inspektor. Veterinärforschung wurde abgeschlossen. Jetzt sind wir schon bei dritte... In der zweiten Stufe sind wir jetzt. Also kurz vor der dritten Stufe schon. Aktive Krankheit. Ist es gut oder schlecht? Ah, der Regen hört schon auf. Okay. Jetzt ist die Frage, wie bauen wir hier weiter? Andere Frage, was bauen wir? Was für Tier nehmen wir als nächstes auf? Bisons haben wir ja schon. Bongo. Wäre interessant. Ein Panda! Verzeichnis abgelaufen. Oh. Ein indischer Elefant. Elefanten wären natürlich mega geil. Ein Kaffernbüffel, Katter. Ich würde gern Affen erst machen, wenn wir ein Affenhaus anfangen zu bauen. Wo habe ich ein Flamingo gesehen? Wo habe ich denn auf ein Flamingo geglückt? Was? Ich bin selber zu Besuch. Jungs! Ich komme selber mich besuchen. Nochmal zu den Tieren. Schneeleopard. Das ist alles wieder. Warte mal, wir gucken mal. Normale Preise. Ne, wir filtern mal nach Bargeldverzeichnis. So. Und tun dann nach der Art sortieren. So. Gibt es ja nicht so viel wahrscheinlich, oder? Kaffernbüffel, Kattern, das Leistenkrokodil wäre natürlich interessant. Da sollte man vielleicht überlegen, ob wir es kaufen. Hier haben wir Flamingos, aber auch nur zwei. Eine Hyäne, ein Wolf.
Auch wieder zwei Gazellen, aber auch nur weiblich. Und zwei Spießböcke männlich. Das ist jetzt alles nicht so das Ganze. Das ist auch wieder was anderes, oder? Nayala. Und die sind Nayalas. Das hat mal ein Weibchen, ein Männchen. Weißt du was? Wir nehmen uns jetzt mal das Leistenkrokodil. Und das Nayala-Weibchen. Da ist die Zeit abgelaufen. Super! Aber wir haben ja noch ein Weibchen, ne? Dann nehmen wir das Weibchen auf und das Männchen auf. So. Dann haben wir schon mal ein paar Tiere wieder. Haben wir sonst noch was? Grizzlybären werden natürlich auch wieder interessant. So ein paar Tierchen. Und Strauß? Naja, gut. Ich habe schon 10 Euro ausgegeben in meinem Zoo. Nicht schlecht. Hier gibt es nicht viel zu tun. Ey, willst du mich verarschen? Wie ist eigentlich unsere Wasseraufteilung noch? Es geht gerade für Leute, wir brauchen später. Wir müssten hier irgendwo wahrscheinlich wieder so einen Wasserpunkt hinbauen mal. Dann kümmern wir uns doch erstmal um diese Ecke. Wir bauen hier eine Einrichtung hin. Ich will das jetzt einfach mal anders machen. Komplett neu. Schauen wir, wie gut das funktioniert. Bedeutet, wir machen hier einen Mitarbeiterweg. Warte mal. Ungefähr auf dieselbe Höhe. So. Und dann, nein, stopp, Wege weiter. Das geht noch ein bisschen weiter nach hinten. So. Und da soll jetzt die Wasserpumpe hinkommen. Oder wie man so schön sagt, die Wasseraufbereitungsanlage. So. Da muss ich jetzt wahrscheinlich einmal kurz den Weg löschen. Weil der nicht passt. So. Jetzt fängt es an zu schneien. Die effektive Reichweite. Keinen Mitarbeiterbereich mit dem gewiesenen Zustand. Okay. Und kriegt auch keinen Strom. Bedeutet, wir brauchen hier auch eine Stromanlage dann. Warte, löschen wir das nochmal. Da habe ich eine andere Idee dann. Bauen. Nee, nicht blau. Was ist das denn? Man kann sich ganze Gehege kaufen? Pflanzenfressergehege. Großes Bärengehege. Was zum Himmel? Vorgefertigt. Ach, das sind vorgefertigt, okay. Bärengehege. Pflanzenfressergehege. Großes Katzen. Ach, man kann sich die Gehege. Man konnte sich ja die Gehege freischalten. Ah! Ich würde einmal kurz in den Bau gehen. Und hier eine Hütte hinstellen, so eine ganz simple. Ich will nur irgendwas Simples. Machen wir eine Porenbetonwand. So. Fertig. Nein, das war die falsche Seite, Junge. Ah, das ist da weg. Ja. Dann eine Porenbetonwand. So, jetzt müssen wir die Ecken noch irgendwie verkleiden. Warum wird das nicht gesnappt? Wieso nicht? Das ist doch auch Wand. Das ist wieder so komplett unverständlich für mich. Aber klar, ich kann jetzt die zwei Wände zum Beispiel reinrücken, aber das funktioniert, das schaut ja auch wieder kacke aus. Aber wenn das Herz so begehrt, dann rücke ich halt die Wände rein. Dann kommt jetzt Einrichtung rein. Einmal eine Wasseraufbereitungsanlage halt. Genau. Auf die andere Seite ein Transformator.
So. Dann hat sich nicht das hier auch schon erledigt. Und dann gibt es jetzt hier noch ein Dach drüber, ein ganz simples. Irgendwas simpel pimples. Dach. Nee, Dach. Was gibt's denn da alles für Dächer? Das ist zu flach. Ich glaube, wir wollen das ganz steile, ne? Ah nee, wir brauchen die Fertigteile. Ups. Schaut ja auch wieder super aus. Aha. Ich glaube, so teilweise ist dieser Baumodus nicht so ganz überdacht worden. Aber warte, zum Dachdekor, vielleicht geht das ja. Dachdekor? Ne, nicht breit genug. Hm. Das funktioniert. Ich hab den Trick. So wollen die, dass du das Dach deckst. Easy peasy. Da haben wir hier den Wassergenerator in der Nähe, ne? Also wenn wir jetzt die Karte anmachen, dann haben wir hier Wasser. Das ist Strom und das ist Wasser. Bedeutet, wir haben dann nur minimal kein Wasser. Und jetzt wird außenrum... Auf jeden Fall erstmal hier so Blümchen. Blümchen, Blümchen, Blümchen. So. Ganz, ganz easy. Ganz, ganz easy, ne? So. Und dann kommen da dran Büschchen. Haben wir da so gescheite Büschchen? Das ist ein Riesenbaum. Ich will was Buschartigeres. Machen wir das so hin. Machen wir es mal relativ simpel. So, das hat doch schon etwas, oder? Versuchen wir uns mal in Kunst. Also in dem, was ich absolut nicht kann. Machen wir hier vorne Gelände, warte mal, hier machen wir Sand fein hin. Dann wieder unter Natur. Ich weiß nicht, ob sowas hilft, wenn du sagst, du verkleidest es. Volle Wäsche, ob sie dann sagen, yo, das gilt jetzt als schön dekoriert und jetzt interessiert es keinen mehr oder so, oder es ist genug gedämmt mit den paar Pflänzchen. Weißt du, weil wenn du so an sowas vorbeigehst, ist doch auch tendenziell für dich dann irgendwie wurscht, oder? Haben wir denn hier noch... Der ist höher als das Haus. Das geht doch gar nicht. So. Also ich finde persönlich, das schaut ganz gut aus. Wie schaut der Einflussbereich aus von dem Teil? Muss ich mir das wirklich an den negativen Einflussbereich halten? Warum kann man den nicht dämpfen zum Beispiel? Jetzt habe ich hier so schönes hergerichtet.
Weißt du, ich denke halt dann immer, yo, dadurch ist es jetzt sozusagen gedämpft, weil es ist ja in einer Hütte drin. Der einzige Schall geht nach vorne und da sind noch Büsche und alles hergerichtet. Es bringt sich alles nichts. Jo, du kannst in die Luft poppen. Und pop. Und pop. So, okay. Concentration hier mal, ne? Bedeutet, wir tun jetzt einfach hier hinter das Gehege so teilen. Aber welche Tiere hatten wir nochmal? Wir haben doch ein Krokodil. Ne? Aber ich würde erstmal das hier bauen. Dieses Ninjala-Gehege. Das würde ich einfach bis hier hinsetzen. Das wäre einfach ein Ninjala-Gehege. Ganz easy peasy. Was, 6 Tiere am Fungern? Alter, wieso das denn jetzt auf einmal? Wieso geht das jetzt alles auf einmal im Arsch? Wir brauchen mal ganz... irgendwas läuft... Das interessiert gerade keinen. Dann gehst du schnell in die Echsenforschung. Aber irgendwas stimmt hier gerade absolut nicht. Mitarbeiter? Tierpfleger. Reichen so viel Tierpfleger fürs Erste? Ich stelle so mal einen Zoopfleger ein. Verkäufer, 2 Tierärzte haben wir im ganzen Gelände. Vielleicht war das das Problem, dass wir zu wenig Plätze hatten. Während Mitarbeiter sich in Mitarbeiter ausruhen, lernen sie mehr über ihre Arbeit und was ist. Okay. Mitarbeiter überarbeiten sich nicht so schnell. Das ist schon mal gut. Und was ist das hier? Mitarbeiter mit diesem Bonus werden schneller zufrieden. Das ist auch gut. Aber Leute, ich würde sagen, wir hoffen mal, dass in der nächsten Folge nicht unsere Tiere verhungern anfangen. Wenn mittlerweile hier irgendwo auch noch die Aktivisten rumlaufen. Da. Ich kann auch verstehen, wieso. Die Tiere sind am Verhungern und wir haben noch nicht die entsprechende Ausrüstung gerade. Darum wird sich aber gerade gekümmert. Wir werden auch vielleicht dann hier... Vielleicht machen wir hier noch so Wege weiter rein. So hier lang. Machen hier so ein... Vielleicht machen wir hier einfach erstmal... Oder irgendwo anders. Wo ist denn das am schlausten? Müssen wir noch gucken. Aber wir müssen irgendwo einen Bereich machen für unsere Zoowärter, damit sie sich ausruhen können. Wir brauchen immer wieder Futterbereiche und. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht da habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.